Oh, ansonsten schauen wir mal weiter. Da haben wir noch ein bisschen was. Geh mal ganz kurz gucken. Oh, die Spieler sind vollständig. Es geht los. Naja, gut. Dann machen wir gleich weiter mit Twitter. Und ihr könnt noch gerne was posten an @officialjitco. Einfach reinposten und ich werde das hier auf dem Stream zeigen. Ihr könnt eure Setups zeigen, wie ihr das Spiel guckt. Und auf geht's. Go big or go sleep. So lang wie das hier dauert. Fast geschlafen. Und es geht los. DE Cobblestone gegen die Tricksters. Ab in die Knifefront. Wir können mal ganz kurz auf das Lineup hier eingehen von den Tees, beziehungsweise von den Tricksters. Da haben wir den MDS, den Blushkin, den Mysticum, den Impossible und den Fast. Das ist das Lineup, gegen das Big hier antreten muss auf DE Cobblestone. Und wir lassen uns überraschen, ob sie den höchstwahrscheinlichen Tilt abschütteln können, weil sie ewig schon warten mussten. Und mich würde das so tilten, wenn ich 2 Jahre warten müsste, bis ich endlich mal in Runde 2 starten kann. Privatheli ist gelandet. So sieht's aus. Ja, nachdem der Privatheli gelandet ist, geht es los ab Intel Extreme Masters Open Qualifier Nummer 2 hier mit Big gegen Tricksters. Und damit good luck erfahren an die deutsche neue Super Orga. Lassen wir uns überraschen. Was können sie ja ausrichten gegen die Tricksters? Auf jeden Fall geht's jetzt schnell Richtung Drop runter. Das soll wohl der A-Split werden. Man steht aber gut bereit. Tapsen kann er dann den Schuss setzen. Hat jetzt hier mit Lekia das Kreuzfeuer aufgebaut. Tapsen muss aber ins Gras beißen. Und Kief, der muss sich jetzt auch zurückziehen. Ist jetzt erstmal hier alleine Richtung Side aufgestellt. Schöner Headshot da von ihm. Kriegt hier direkt das Gegengesicht. Man versucht hier in die Flanke reinzufallen, um hier gegebenenfalls direkt auf den Refract zu gehen. Das klappt hier aber nicht. Zumindest jetzt die 2 gegen 2 Situation. Blushkin ist da jetzt auch bekannt. Und Mystic, der muss da nur Richtung Side warten. Next findet den ersten. Und damit ist noch Mysticum. Mysticum findet den ersten. Damit liegt es jetzt am Next. Und er kann den Schuss nicht setzen. Next findet den Headshot nicht. Sie können nicht den Refrag holen. Und damit für Tricksters hier. Runde Nummer 1. Jetzt wird hier die Pause gecallt. Weiß gar nicht, wer die Pause jetzt gecallt hat. Und ja, der Privathelikopter muss ihn wahrscheinlich nochmal abholen und an einen anderen Platz bringen. Von daher haben wir noch ein bisschen Zeit, bis es hier weitergeht. Ja, wir haben eine Runde gesehen jetzt. Und man konnte da einfach die Refracts nicht setzen. Das war gerade so ein bisschen das Hauptproblem, dass da einfach die Headshots auf Seiten von Trickster gefallen sind. Man hat direkt die Flanke hier rausbekommen. Das heißt, Keith hat hier kein Backup mehr gehabt. Refrag konnte auch nicht geholt werden. Lekia wurde auch direkt hier rausgenommen. Und damit ist das Ding hier auf der A-Side wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Ja. Damit die erste Runde für die Tricksters. Und die beiden Spieler Richtung Drop. Die haben auf jeden Fall exzellente Arbeit gemacht, da sie hier Big ziemlich lang festgehalten haben und die 3 Spieler hier über Holz pushen konnten und viel, viel Raum da verloren haben auf Seiten von Big. Aber naja, die Runde müssen sie jetzt abschütteln. Damit geht es weiter. Mal schauen, was Big hier im Petto hat. Wir sehen Gob B an der CZ mit Kevlar. Der Rest spart hier. Nur ein bisschen Pistole. Mal gucken, wie weit man runterkauft. Man kauft sogar komplett runter. Bis auf Kief, der spart auf die AWP. Lekia legt sich auch noch ein bisschen Equipment auf die Seite. Wird wahrscheinlich da auch mit zusammenhängen, dass man natürlich da ein bisschen mehr Equipment an der Seite haben möchte. Deshalb geht Lekia hier nur auf die Diegel. Kief auf der Suche, zieht sich hier direkt zurück. Hat hier zumindest schon mal so ein bisschen Info bekommen. Muss die ihn sogar gesehen haben. Aber jetzt aufpassen. Fast steht hier schon bereit. Ist bekannt. Und Fast sucht natürlich die perfekte Situation, hier rumzuziehen. Die Flash kommt gut reingeflogen. Und sie finden die ersten beiden Fracks hier Richtung Mitte. Und das sieht gut aus für Big. Das sieht sehr, sehr gut aus. Man nimmt da den Gegner direkt Richtung Mitte und Richtung Danger komplett auseinander. Schöne Flash. Und Lekia kann da auch direkt den ersten Akzent setzen. Und damit haben sie jetzt den Vorteil. Fast keine HP verloren. Next geht jetzt auf Infosuche mit der Nate. Jetzt steht man hier vor B bereit. So.
So, und jetzt muss man versuchen, auf die Seite zu kommen. Max versucht auf die Close Distance ranzukommen. Findet einen Spieler. Das sollte im Endeffekt eigentlich reichen, da Tapsen hier schon von hinten kommt. Man kommt jetzt zwar Richtung Side hier. Trixers können hier aber den Ausgleich erstmal schaffen, indem man hier zumindest den einen Spieler findet. Aber jetzt nur noch Impossible. Bombe hier gedroppt. Und jetzt liegt es an Impossible. Und da ist Keith an Ort und Stelle. Kann da die Waffe picken. Schlägt hier zu mit der Galil. Und damit 1-1. Big schlägt hier zurück. Dank den beiden schnellen Frags hier Richtung Mitte. Die waren sehr wichtig. Da hat man sich von Keith da unten so ein bisschen vernaschen lassen Richtung Connector. Ich finde, er hat sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen hier in der Ecke. Hätte da eigentlich viel, viel schneller rumziehen müssen. Oder zumindest auch mit der Flash rumziehen müssen, die sehr gut reingeflogen kam. Aber die hat er frühzeitig gesehen eigentlich. Auf Seiten von den Trixers. Ja, und das heißt jetzt erstmal für die Trixers hier den Force Buy. Dann baut man sich Richtung B auf. So, und jetzt geht's Richtung Drop runter. Es geht Richtung Drop runter. Man hat noch die Kontrolle über lang. Macht damit das Gleiche, was man eigentlich eben auch schon gemacht hat. Nur, dass man mit drei Leuten nach Drop runter geht und mit zwei Leuten über B. Oh, die Smoke kommt gut reingeflogen. Die holt auf jeden Fall viel Zeit raus und hindert natürlich erstmal hier die Tricksters, die B-Side komplett einzunehmen. Jetzt steht man hier im Connector mit dem Rücken gegen die Wand, versucht hier nochmal hoch zu boosten, um vielleicht einen Spieler über eine andere Position reinzubringen. Muss halt nur wirklich halten. Keith geht hier auf die Infosuche. 15 HP nur noch hier bei Mysticum. Oder zieht er sich zurück? Ich glaube, B versucht da den Frag zu holen. 8 HP nur bei Mysticum. Und jetzt hat man sich neu aufgeteilt. Bombe liegt immer noch, oder ist immer noch Richtung Drop. Und das soll wohl nochmal der B-Split werden. Aber dafür muss man halt MDS da irgendwie vorbringen. Der muss den Druck aufbauen, dass die beiden Spieler da Richtung Connector agieren können. So, Gott B auch erfolgreich. Impossible nochmal. Und damit ist die Runde gelaufen. Big überlebt mit 3 Spielern. Next mit 5 HP. Keith mit 9 HP. Damit holt man hier die Runde 2-1. Und die Tricksters machen zwar ein bisschen Damage, kommen hier aber nicht wirklich Richtung Drop vorwärts. Wir könnten mal ganz kurz gucken, wo die Tricksters überhaupt herkommen. Aus, keine Ahnung, aus, weiß nicht. Keine Flagge. So, auf jeden Fall, das Kreuzfeuer steht hier. Legia findet den nächsten, sprayt hier nochmal rein und damit das 4K auf seiner Seite. Rotzt da alles in der Mitte weg. Und da ist kein Durchkommen. Und wie immer hier bei Big ein sehr solides Aiming. Da räumt der gute Legia mal schön auf da Richtung Mitte. Und damit heißt es jetzt hier für Trixers ab in die nächste Waffenrunde. AWP am Start. Mal schauen, wo man die einsetzen will, direkt hier Richtung lang. Was mir sehr gut bei Big gefällt, dass man wirklich hier mit zwei Leuten die A-Side spielt. Versucht zusammen vorzugehen, den Raum einzunehmen und wirklich auch das Backup zu geben. Also da erstmal keine Kontrolle Richtung Kistengang bzw. Richtung Mitte abzugeben. Und natürlich auch die ersten Akzente hier Richtung lang zu setzen. Schöner Frag davon. Tapsen sieht noch den zweiten oder hat ihn zumindest gehört. Wurde scharf geschossen und Tapsen setzt direkt hier zurück. Sehr schön davon ihn predicted. Und ja, die Tricksters haben ein Riesenproblem, dass sie direkt ihre Kontrolle Richtung B-Side verlieren. Richtung lang. Da findet man sogar noch den Frag Richtung Danger. Und damit sieht es nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus für die Tricksters. So, und damit ist noch Moos. Der findet da noch Legia, aber das war's auch. 4-1 für Big. Und damit easy peasy Runde. Und man schickt natürlich die Tricksters hier wieder in die Eco. Also bisher ein sehr solides Spiel hier von Big. Lassen sich durch die lange Pause hier nicht aus der Ruhe bringen. Man bleibt weiter bei diesem Setup, dass man versucht, mit zwei Leuten hier die A-Side zu decken. Das klappt ja auch bisher sehr solide. Gott B da eher so in der defensiven Position. Was wir, also sie spielen mit einem Defensiv hier. Gott B smoked da zwar jetzt ab. Man hat da Nex im Gepäck. Gott B geht da nur auf Informationssuche. Und ansonsten ganz normales Standard-B.
Gedöns hier, dass Tapsen diesmal ein bisschen defensiver steht. Gob B kann sich jetzt hier zurückziehen. Muss natürlich aufpassen. Molotov kommt perfekt reingeflogen. Da können sie sich aus dem Window rauspushen. Next macht hier zwischenzeitlich die Flanke zu und gibt hier den Tricksters absolut keine Chance, hier irgendwo Land zu finden. Und sie stehen halt wieder Richtung Drop. Verlieren halt direkt wieder zwei Spieler. Bei den Tricksters läuft man wieder oder beißt wieder auf Granit. Der Ligia findet dann den Spieler Richtung Mitte und damit sollte es das eigentlich gewesen sein. Es ist nur noch Blushkin. Blushkin, der ist jetzt auch bekannt, versucht hier noch Ligia rauszunehmen. Kief, der zieht da einfach rum. Macht den Frag 5:1 hier für Big. So, und jetzt baut man um bei Big. Lässt Gob B diesmal alleine Richtung Side stehen. Und der steht mit der Mac 7 da. Auch interessant. Man versucht den Druck aufzubauen. Keith wird jetzt hier Richtung B-Side eingesetzt. Also sehr, sehr variable AWP auf Seiten hier des deutschen Lineups. Dass man Keith versucht, wirklich Richtung A und B einzusetzen. Dafür lässt man Gob B auf Informationssuche Richtung A-Side stehen. Und versucht mit 4 Leuten hier die B-Side zu decken. Und damit war man wieder erfolgreich. Wieder die ersten beiden Duelle gehen hier an das deutsche Trio. Und sie finden einfach kein Durchkommen. So, Gob B ist auf der Suche, findet hier die AWP. Und das ist halt fahrlässig. Man kann dann die AWP nicht alleine Richtung Kistengang vorschicken. Gob B überlebt da zwar glücklich, aber am Ende erfolgreich. Da steht man wieder Richtung Kopf. Versucht er jetzt den Frag zu holen, ist damit erfolgreich. Aber die Spieler sind natürlich jetzt bekannt. Und sie stehen halt beide Richtung Drop. Und die Bombe liegt halt oben. Und es sind noch 51 Sekunden. Und Mysticum, der müsste da jetzt versuchen, irgendwie rauszukommen. Aber schlecht für ihn aus. Kapten bringt da ab. Und damit bekommt er den Frag. Überlebt hier mit 19 AP. OP kann dann noch die AWP mitbringen. Und die wird weiter gedroppt an Tapsen. Ja, doch bisher von den Tricksters noch keine gute Leistung. Die gehen jetzt in den Force bei. Halbwegs. Lief da erfolgreich. Damit kann man direkt wieder den Druck aufbauen. Leg ja auch wieder im Gepäck, der da unten den Rücken frei hält. Muss er jetzt so ein bisschen aufpassen. Molotov da gut reingeflogen. Damit gibt man Impossible keine Chance, hier nachzugehen. Ah, der schießt vorbei. Damit Impossible hier direkt mit dem Refrag. Leg ja muss sich jetzt zurückziehen Richtung Side. Direkt das Backup hier von Nex. Kann man hier jetzt das 2-2 Setup ausspielen. Und die Smoke, die Flash. Und für die Tricks, das heißt es jetzt schnell Gas zu geben und hier irgendwie die Duelle zu gewinnen. Dekia, der wird da gesehen. Damit fallen beide Spieler Richtung A-Side. Und jetzt ist die Chance hier für die Tricks, das die Bombe oder das Baby hier Richtung Side zu legen. Und sich direkt zurückzuziehen. Liegt auch einigermaßen offen, dass man da auch Richtung Rampe stehen bleiben kann. Muss man halt versuchen, hier einfach die Seite dicht zu machen bei Tricksters. Und das Problem, was natürlich Big hier hat, die haben nicht wirklich Equipment zum Reinschmeißen, Tapsen mit der AWP. Gob B findet aber einen schönen Frag, hat hier auch Blushkin auf dem Schirm. Sieht ihn jetzt, schießt ihn auf 11 AP runter. Und dann ist es Impossible, der von der Seite da reinkommt. Da muss Blushkin gar nichts mehr machen. Einfach nur in der Ecke die Füße stillhalten. Aber Big hat mehr als genug Geld hier auf die hohe Kante gelegt. Die können ohne Probleme kaufen. Also die Runde wird sie jetzt nicht großartig hier das Bein brechen. Zumindest haben sie die Economy resettet auf Seiten von Tricksters. Und damit heißt es jetzt das 6:2. Die kommen aus Weißrussland. Gut zu wissen. Auch noch nie gehört. Also das Team. So, Tricksters gehen jetzt hier vorwärts mit der Kistengangkontrolle. Keith wartet da weiter ab. Versucht nochmal reinzuflächen. Versucht ja auch auf den Frag zu gehen. Hat Legia hier im Gepäck. Schöne Konterflash. Und Legia, der versucht hier die Position zu übernehmen von Keith. Und vielleicht hier den Überraschungsmoment auszunutzen. Da die Smoke da noch reinkam, hat er jetzt natürlich den Vorteil. Muss hier immer noch ein bisschen auf Danger aufpassen.
Na, und wir wechseln jetzt die Position. Kief kümmert sich um die Mitte. Leg ja hier um lang. Und sie warten hier auf die perfekte Gelegenheit auf Seiten von den Tricksters, irgendwie den Frag da Richtung Kistengang zu holen. Sehr, sehr vorsichtiges Spiel hier von ihnen. Man tauscht wieder die Position. Hat jetzt noch das Backup hier von Nex. Aber ein Kief liegt jetzt hier frühzeitig die Info zu holen. Damit ist er erfolgreich. Gewinnt das erste Duell hier gegen Impossible. Damit die AWP natürlich da bekannt. Und ich weiß nicht, was Trixers davor hat. Wird wahrscheinlich wieder auf den A-Split rauslaufen. Wartet davor der Smoke. Und sie haben halt keine Kontrolle jetzt über den Connector. Da kann Blushkin einfach durchgehen. Legia hat das nicht auf dem Kiel. Und damit ist Blushkin, der fällt jetzt in die Seite rein. Und jetzt macht man den Go hier. Und da kommen die Refrags. Aber sie kriegen das gut unter Kontrolle. Dass man zumindest hier Nex hat, der die Stellung hält. Holt hier jetzt das 1 gegen 1 raus. Der gute MDS. Oh, meine Nase ist gerade zu. Ah, sorry. Damit ist die Zeit abgelaufen. Ah, sorry. Beinahe gestorben im Cast. Damit konzentrieren wir uns weiter. So, Jitko ist wieder am Leben. Und für die Tricksters ist die Zeit abgelaufen. Und für Big heißt das die nächste Runde. 7 zu 2. Und dadurch hat man, wie gesagt, das Money resettet auf Seiten von den Weißrussen. Ja, und die müssen jetzt natürlich damit klarkommen, was sie zur Verfügung haben. Das ist eine AK, die Tech-9, zweimal im Gepäck und eine CZ. Und jetzt soll es schnell Richtung B-Side gehen. Und da zieht Tapsen einfach rum, kriegt hier die Support vielleicht von Next. Der zieht da nochmal hinterher, macht hier den Double Frag. Damit die komplette Kontrolle hier wieder über lang. Next will da noch mehr haben, überlebt damit 2 HP. Kommt also hier nochmal raus. Kief ist auch schon am Start. So, da kommt die Flash und jetzt kann er eigentlich rumziehen. Und da ist Leg ja schon von hinten da. Und regelt das. Also, keine Chance für Tricksters da irgendwas zu machen. 8 zu 2. Und für Tricksters heißt es hier, wieder in die Eco gehen. Todesursache 99 Damage Big Cast. Ja, läuft, ne? So, Kief da erfolgreich, findet wieder das Duell hier Richtung A-Side und ist damit wieder erfolgreich. Versucht hier weiter Flanke zu halten. Hat jetzt wieder das Backup von Legia und damit ist die A-Side hier wieder sicher. Da muss man sich aber jetzt um die B-Side kümmern. Tapsen da zu weit nach vorne gegangen, lässt sich da rausfischen. Aber sie haben trotzdem den Vorteil. Sie haben die Waffen, sie haben das Equipment und sie haben den Mann-Vorteil. Ob wir diesmal auch etwas aggressiver da unterwegs? Und Big bisher eigentlich nicht wirklich mit Problemen, da irgendwas zu machen. Okay, findet den ersten Straight hier fast noch den zweiten nach. Versucht nochmal zu korrigieren. Das reicht aber nur, bis auf 7 HP hier Mystikins runterzuschießen. Angehender Ernährungswissenschaftler stirbt am Verschlucken von Nahrung. Nee, meine Nase war zu und das hat sich mega strange angefühlt. Und dann bin ich beinahe gestorben. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel weiter. Ja. Also, genug Trash-Talk betrieben, das haben wir schon anderthalb Stunden gemacht. Und damit geht's los. Mystikin findet hier jetzt Kief. Das ist Legia Richtung Side. So, der ist natürlich jetzt bekannt, dass der da on-Side steht. Und Legia macht das extremst gut. Der versucht die Smoke hier zu umlaufen. Findet den ersten, damit die Bombe rausgenommen ist. Noch Mystikin hier im 2 gegen 1. 20 Sekunden noch. Legia ist für ihn bekannt da hinten, versucht ihn jetzt zu pre-firen, hat hier aber noch Nex im Gepäck und damit müssen sie eigentlich nur das Kreuzfeuer aufbauen. Sie müssen nur abwarten, die Bombe halten und Mystikin kann auch versuchen, seine Waffe durchzubringen, aber das gelingt ihm hier nicht mehr. Legia zieht da wunderbar rum und das verstehe ich halt nicht. Man hat hier die Smoke auf Seiten von Legia, die ihn covert, aber man aimt die Smoke nicht richtig ab. Klar, man hat immer noch den Druck hier, aber man muss halt damit rechnen, dass er hier rumzieht. Und in dem Fall hat man das nicht so wirklich getan. Dann verliert er das Duell. Nex ist dann auch der Mann der Stunde, der an Ort und Stelle ist. Gibt ihm da das Backup. Ja, und damit heißt es weiter für Kief und Co. hier bisher ein sehr einfaches Spiel. So, Kief geht auch direkt auf die Suche da.
Weiß jetzt auch, dass der Spieler da oben steht, versucht direkt den First Pick hier zu setzen. Hat er zurückgedrängt. Hier wieder die Position. Also sehr, sehr aggressives Spiel hier von Kiew. Dass man hier versucht, schnell die Position zu wechseln, sein Positioning ausnutzen möchte. Und das klappt hier sehr, sehr gut gegen Trixters. Also Kiew macht hier gerade eine sehr, sehr gute Partie. So, Tapsen kriegt da sehr viel Raum Richtung Lang gegeben. Findet jetzt auch hier das erste Duell. Drop wird hier einfach mit zwei Leuten jetzt dicht gemacht. Da Tapsen hier ohne Probleme die Langside halten kann, nachdem er da Richtung Plateau steht. Und dann kann man sich hier mit zwei Leuten Richtung Drop orientieren und damit Gob B einfach dicht machen. Jetzt geht's hier Richtung Mitte raus. Legia bekommt da ins Brett rein. Schön in den T, aber Kiew zumindest hier mit dem Refrag. Und damit ist der letzte Spieler. Da kommt die Flash reingeflogen. Und da kann der gute Impossible gar nichts mehr machen. 10-2 hier für Big. Und für Trixters nimmt es einfach kein Ende. Die kommen hier nicht ins Spiel rein. Eben technisch unterlegen, gewinnen die Duelle nicht Richtung Lang gegen Tapsen. Haben Probleme, Kiew aus dem Game zu bekommen. Und dann schaffen sie irgendwo die Lücke zu finden. Und dann macht Big einfach die konsequent so schnellst wie möglich zu. Und damit fahren sie hier gerade auf DE-Kabelzone extremst gut. Es ist einfach taktisch nicht gut, was die Trixters hier spielen. Und es ist einfach auch vom Aiming her nochmal ein kleiner, aber feiner Unterschied. So, jetzt hat man hier den Connector wieder zugemacht. Legia mit der Nade. Pusht jetzt einfach rein, da ist noch Blushkin. Und da muss man hier einfach noch den letzten Spieler finden. Ja, sehr schön von Big. Und was ich sehr gut finde, sie zeigen jetzt ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass sie hier mal Richtung Drop vorgehen. Um da versuchen, den Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber im Normalfall zieht man sich direkt zurück und versucht, den defensiv zu halten. Besonders hier mit Nex, der eben hier oben gestanden hat, oder meistens hier unten, hat man da halt einen sehr guten Spieler im Gepäck. Und da muss man einfach nur hier hinten dicht machen. Und das übernimmt meistens Gob B, wenn er halt nicht hier offensiv irgendwo drin steht. Ja, und dann spielt man halt den Dropper sehr, sehr defensiv. Und das klappt sehr gut, weil die Frags fallen, das Positioning passt bei Big. Und da ist man bisher eigentlich immer sehr gut mit klargekommen. Fast ist davor gekommen. Der macht jetzt hier so ein bisschen den Oberhofmeister. Mal gucken, ob er Fast einen Frag holen kann. Tapsen ist da am Start. Keine Chance, irgendwas zu machen. Versucht jetzt ja auf Kistengangkontrolle zu gehen, um da vielleicht mal die AWP unter Druck zu setzen. Kiew schießt da vorbei. Da kommt nochmal die Flash. Die ist ein Ticken zu hoch geflogen. Und damit kann Impossible hier den Frag setzen. Und jetzt muss man natürlich vom Side zurückziehen. Nachdem man da offensiv die AWP im Feld verloren hat. Man sich jetzt ein bisschen safer hier aufzustellen. Kreuzfeuer aufzubauen zusammen mit Nex. Der kriegt da jetzt haushohen Besuch. Legia gibt ihm aber da gutes Backup. Legia wird jetzt rausgenommen und jetzt heißt es hier für Nex, irgendwie den Spot zu verteidigen und er macht es. Muss jetzt nur noch den letzten Spieler da finden. Bombe ist absolut ungünstig dafür. Impossible gedroppt. Und damit ist es Nex, der hier Legia rächt. Aber das Ding ist hier noch nicht vorbei. Impossible mit 12 Mikro AP hat die AWP hier am Start. Ist natürlich jetzt auch bekannt. Und da kommt Tapsen von hinten. Will er aufs Knife gehen? Will er aufs Knife gehen? Er wartet und will aufs Knife gehen und macht den Knife Kill. Kann er sich mal gönnen. Ja, und doch bisher, aim-technisch hier im Vorteil, taktisch im Vorteil. Es sieht halt nicht gut aus, was Trixters hier spielt. Die versuchen jetzt auch schnell das Tempo da anzuziehen, irgendwo die AWP zu überpushen. Kiew muss jetzt aufpassen. Molotov kommt auch reingeflogen, da kommt er aber nicht mehr raus. Das war zu viel Druck, den man da Richtung A-Side aufgebaut hat. Legia und Kiew stehen da zu weit auseinander. Keine Chance hier auch auf den Refrag zu gehen. Und da wird man einfach überrannt hier Richtung A-Side. Und da brennt eigentlich, sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Nix kann sich da vielleicht nochmal rausschleichen. Aber sie sind halt komplett eingezingelt. Sie sind komplett eingezingelt. Und umzingelt, sorry. Es ist halt nur noch Nix. Nix findet da den Nächsten. Findet den Nächsten! Und da macht er fast noch die Runde. Da ist noch Mystic hier von hinten. Der über Connector noch aufpassen muss. Und Nix, der räumt einfach auf. Eieieiei. Und da merkst du halt diesen Aim-Unterschied gerade. Nice Rider von Nex.
Aber was will er da noch machen? Da kommt der Spieler von hinten. Eigentlich sehr gut runter da von den Tricksters. Die halt mal ein bisschen Mut jetzt zeigen, Richtung A-Side zu gehen. Und bekommen auch direkt die beiden Picks. Hätten sie vielleicht mal früher versuchen sollen. Dann wäre vielleicht die eine oder andere Runde noch drinnen gewesen. Und damit heißt es, ja, für Tricksters das Beste hoffen, irgendwie die Pistole hier über die Bühne zu bekommen. Sieht natürlich nicht gut aus. So, da kommt jetzt der Fake. Man geht jetzt Richtung B, versucht sich dann Richtung A zu orientieren. Da steht fast viel zu offensiv. Keine Chance, da irgendwas zu machen. Und das ist einfach so ein Decoy-Go, dass man versucht, den Gegner da festzuhalten. Und dass sowas klappt, das verstehe ich nicht. So, Impossible direkt mit dem Refrag. Und sie kriegen den Spot hier nochmal unter Kontrolle. Es ist Tapsen. Und leg ja die letzten beiden, die jetzt nochmal Richtung Onside kommen. Sie versuchen aber erst hier auf die Frags zu gehen. Tapsen ist damit erfolgreich. Damit können sie die Bombe legen. Tapsen geht hier weiter auf die Jagd. Für beide Spieler jetzt bekannt. Tapsen, kann er da den Headshot setzen? Nein. Und jetzt sieht es an Leg ja hier im 2 gegen 1. Er findet den ersten mit der 5-7. Zweiter sollte hier auch bekannt sein Richtung K. Natürlich, den Spieler ist jetzt vorbeigelaufen, sieht ihn im Sprung und damit ist er bekannt. Kann wieder die Position wechseln, muss jetzt hoch aufs Dach gucken, hat da nicht den Vorteil. Und Blushkin, der macht die Runde und damit können sich die Tricksters hier nochmal am Leben halten. Das 4 zu 12. Bombe kann defused werden. Und damit heißt es jetzt für Big. Wir gehen sogar in den Force bei mit der Bombe. Und damit will man wohl hier direkt wieder die Gegenrunde holen. Blushkin wird da gut ins Game reingebracht. Hier hochgeboostet, baut da zusammen mit MDS, baut er da das Kreuzfeuer Richtung auf. Big wieder sehr kompakt unterwegs. Das ist auch genau das Richtige, was sie machen können. Einfach versuchen, hier die Flechts reinzuschmeißen. Sehr, sehr schöne Flechts da von Gob B. Und da oben, der Spieler, der ist absolut blind und der wird direkt rausgenommen. Jetzt ist es noch MDS und der hat jetzt ein riesen Problem. Der muss hier Richtung Side zurückziehen. Fast da noch im Gepäck. Der MDS, der macht da zumindest noch einen Frag. Jetzt liegt es an Fast. 3 gegen 3 Situation. Fast muss da gecheckt werden. Da kommt Hapsen. Sneaky Beaky in den Rücken reingefallen. Impossible. Zu spät an Ort und Stelle. Damit hat er kein Backup mehr. Und wird da einfach vernascht. So, Impossible ist ja jetzt bekannt. Muss in den Reload gehen. Nex findet den nächsten. Und damit sitzt er hier in der Ecke. Und Nex holt sich den zweiten. Und damit ist es zu Ende. 4 zu 13. Big. Ja, holt sich hier easy peasy die Runde. Und pusht hier einfach Richtung A-Seite. Aber sehr schöne Flashbangs da von Gob B. Damit heißt es hier weiter. Tricksters, mit den Träumen können sie ja das Comeback nochmal schaffen. Sieht halt sehr, sehr schlecht aus für sie. So, da kommen jetzt die Molotovs geflogen. Man versucht direkt mit zwei Leuten hier im Kreuzfeuer den Raum einzunehmen. Da muss er aufpassen, dass er nicht verbrennt. Und jetzt zieht man sich zurück. Passt, sieht da keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Das Duell in der Mitte wird von Keith gesucht, um hier natürlich auch so ein bisschen die Rotation zu unterbinden. Geht hier Richtung lang raus. Impossible findet da nur einen Bombe jetzt gedroppt und dadurch natürlich bekannt. Und damit ist nur auch Blushkin jetzt erstmal allein auf sich gestellt. Tapsen hält da einfach nur von Gob B den Rücken fran. Blushkin, der steht mit dem Rücken gegen die Wand. Kief, erfolgreich. Nekia findet hier auch den nächsten und damit die B-Side hier komplett gefallen. Das ist nur noch Mystikin und MDS. Und der aggressive Go da Richtung Rampe unten, der war auf jeden Fall Gold wert von Kief. Dadurch hat man drei Spieler Richtung A-Side finden können. Das ist Tapsen, der versucht dann auch den Lurker auszuspielen. Aber das braucht er gar nicht mehr. Wird er auch rausgefischt. Findet noch einen Spieler und damit die 14. Runde für Big.
So, und damit hat es für Trickster natürlich jetzt hier irgendwie die Overtime oder die Overtime zu unterbinden. Und das können sie halt tun, indem sie hier versuchen zu forcen. Darüber pusht man einfach die Mitte. Smoke kam reingeflogen. Ganz, ganz leichtes Spiel hier für Big. Aber sie müssen fast hier auf die Kette kriegen. Die Next wird da rausgenommen. Gott B. Kann er dann den Frag setzen? Den setzt er noch. Dreht sich dann nochmal um. Reagiert schnell genug, um da fast zu finden. Da war er nicht fast genug mit der 5-7, um da zwei Frags zu setzen. So. Und das Equipment wird ja auch gut eingesetzt von auf Seiten von Big. Da smokt man einfach die beiden Positionen ab. Also ganz, ganz einfacher Go auf Seiten von Big. Und ja, den sollte man eigentlich nicht mehr verlieren, da kann man das halten. Also, Smoke hier rein, Flash rein, Smoke hier hin, Smoke dahin, Frag geholt, Frag geholt, Frag geholt. Und dann sind es nur noch die beiden Spieler, die hier nicht mehr wirklich was machen können. Ohne Equipment direkt im Afterplant hier stehen und da stehen, da kommst du einfach nicht mehr raus. Keine Chance für Tricksters, da irgendwas zu machen. Und das heißt für Big die 15. Runde. Und damit heißt es, ja, der gute Willen bei den Tricksters muss hier nochmal zählen, um hier gegebenenfalls noch irgendwas zu reißen. Aber es sieht halt nicht gut aus. Ganz, ganz simples Spiel jetzt hier von Big. Die nutzen auch einfach das Standardrepertoire. Einfach eine Smoke, eine Flash, schnell die Mitte einnehmen, viel Kontrolle Richtung Kistengang bekommen. Mehr brauchen sie ja gar nicht, weil sie sind wirklich im Aim-Vorteil und versuchen einfach gemeinsam den Spot anzuspielen. Kriegen auch hier direkt die Kontrolle über den Kistengang. Keith konnte da schon Richtung Holz durchkommen. Mal schauen, ob sie den auf den Schirm kriegen. MDS, der kriegt direkt den Headshot von Keith. Keine Chance, da irgendwas zu machen. Plushkin ist auch wieder viel zu spät da. Und jetzt sind es halt nur noch die Spieler, die hier versuchen, schnellstmöglich irgendwie diese Gap auszunutzen, da rauszukommen. Mystikin bekommt den ersten, aber das sieht nicht gut aus. Legt ja da erfolgreich zusammen mit Gobby. Kann man hier die Side halten? Das ist nur noch impossible und der ist jetzt im 1 gegen 1. So, und Gobby schmeißt da noch den Molotov rein. Und da kriegt er den Frag und damit ist es das GG Worldblade. Big gewinnt hier souverän.